Ich habe es so in meiner ganzen Zeit als selber Diabetikerin so noch nicht erlebt. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist der 24. September 2022 und nach Corona findet heute zum ersten Mal endlich wieder hier der KidsCon statt, der Kinder- und Jugendkongress für Familien mit Diabetes. Ich glaube so das größte deutsche Event seiner Art hier in Frankfurt im Cup Europa. Es gibt Vorträge, es gibt eine Industrieausstellung und viele andere coole Aktionen hier heute vor Ort und ich werde euch in diesem Video mal mitnehmen und euch zeigen, was ihr eben verpasst habt, wenn ihr nicht hier in Frankfurt gewesen seid und Leute anquatschen und die mal fragen, was war denn ihr schönstes Diabeteserlebnis? Spazieren wir mal in einen der Vortragssäle hier rein. Das, wo heute hier beim KidsCon die Inhalte vermittelt werden, in unterschiedlichsten Vorträgen mit super vielen Zuschauern natürlich hier. Es gibt ganz viel zu lernen. Ich trage hier auch ein paar Vorträge vor und würde sagen, in diesem Sinne, viel Spaß bei der KidsCon! Was war dein schönstes Diabeteserlebnis? Ich muss sagen, die Skifreizeiten und das Segeln finde ich sehr cool. Zum anderen aber auch, ich habe schon mal Toni Kroos getroffen. Nein, ehrlich? Ja, ja, ich weiß, schwierig zu glauben. Ne? Der ist aber jetzt nicht nur für mich gekommen. Was? Als ob. Luis, wie kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht. Da arbeiten wir noch dran, dass er nur für mich vorbeikommt. Vielleicht Alexander Zverev. Nein, der sponsert im Kinderkrankenhaus Köln eine Station für Diabetologie und Autoimmunerkrankte. In 22 Jahren tatsächlich der Tag, an dem ich den Diabetes akzeptiert habe. Und wie hast du das geschafft und wann war das? Das war nach einer sehr schlimmen Phase in der Jugend, wo ich den HbA1c auf 14,9 hochgeschraubt bekommen habe. Ich habe Praktika gemacht auf verschiedenen Diabetesstationen und habe für mich den Entschluss gefunden, nein, ich möchte tatsächlich alt werden, ohne dass mir ein C fehlt, ohne irgendwas. Und das war der Tag, wo ich dachte, alles klar, es ist keine Krankheit, es ist einfach mein Gefährte. Und das gibt es hier programmmäßig dieses Jahr, unter anderem Diabetes und Recht, Diabetes in der Schule, FPE-Einheiten. Es gibt eine Vorlesestunde, es gibt eine Mitmachstunde mit Bewegungsangeboten, es gibt einen Impulsvortrag zu Sport und CGM, eine interaktive Produktpräsentation von der Insulinpumpe und Zukunft der Therapie von Bastian Niemeyer. Das hört sich sehr interessant an. Spaß beiseite, ich glaube, es ist auf jeden Fall alles da, was das Herz von Familien mit Diabetes begehrt und für jeden ist auf jeden Fall was dabei, wo man richtig viel mitnehmen kann. Was war dein schönstes Erlebnis mit Diabetes? Da warst du dabei. Da war ich dabei. Auf der Bühne vom Camp D, als wir den Song gesungen haben, das war schon sehr emotional. Also ich kann zwar nicht singen, aber es ist zum Glück untergegangen. Aber du bist immer tatkräftig dabei. Man tut, was man kann. Dass ein Freund immer mit dem Bus fahren angegeben hat, dass seine Eltern ja so reich wären und dass ich dann gesagt habe, dass ich kostenlos fahren darf. Also du bist auch ultra reich, weil du nie zahlen musst. Also noch viel reicher eigentlich, oder? Ja. Ein Highlight, was hier immer ganz groß besucht ist, ist auf jeden Fall immer die Industrieausstellung hier rundherum. Große Companies sind da, wie Ypsomed, Dexcom und ich habe mich noch nicht umgeschaut, wer noch alles hier so ist. Und dann aber eben auch viele kleinere Sachen, die man vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Selbsthilfevereine, andere kleine Startups, coole Produkte, die es da gibt. Also hier gibt es auf jeden Fall einiges zu entdecken. Man kann sich Tattoos machen und noch, ich muss mal schauen, was es noch alles hier so Cooles gibt. Ich weiß, du bist eigentlich mehr so der Audiotyp mit deinem Podcast, Sascha. Was war dein schönstes Diabeteserlebnis? Mein schönstes, das war natürlich, wo ich von der Rebecca von der Mann gesagt bekommen habe, dass sie als Diabetiker auch eine komplette Ironman-Distanz machen kann. Und wenn du die Ironman-Distanz als Diabetiker machen kannst, dann kannst du eigentlich alles machen. Für die, die nicht wissen, wer Rebecca ist, wer ist das? Die Rebecca von der Mann, die war Triathletin, war viertschnellste in Hawaii, inklusive den Profis, also unter den Frauen. Was war dein schönstes Diabeteserlebnis? Falls ihr euch fragt, was dieser Typ hier gerade macht, es geht um die Blue Balloon Challenge. Dabei bläst man so einen blauen Ballon auf, der so ein bisschen dafür steht, dass man sein Diabetesmanagement den ganzen Tag nebenbei einfach so handelt. Und für jeden geposteten Beitrag mit dem Hashtag Blue Balloon Challenge und wo man auch Medtronic Diabetes auf Instagram markiert, spendet die Firma 5 Euro an Life for a Child. 5 Euro hilft einem Kind in einem Entwicklungsland, einen Monat mit Insulin versorgt zu werden und so einen Monat länger zu überleben. Deswegen denkt da mal drüber nach, vielleicht könnt ihr das ja auch noch machen. Ab geht's. War das dein Highlight heute? Ja, ich denke schon. Als hätten wir ihn bezahlt.
ausgerichtet und organisiert wird das Ganze hier übrigens vom Bund Diabetischer Kinder und Jugendlicher und der Deutschen Diabetesföderation. Ohne solche großen Selbsthilfeorganisationen würde es den KidsCon gar nicht geben. Dementsprechend, da lohnt es sich auch mal in diese Selbsthilfe reinzuschauen und eventuell sogar Mitglied zu werden, um eben sowas auch in Zukunft weiterhin zu unterstützen. Ah nein, echt krass! Ich habe schon viele gefragt, was war dein schönstes Diabeteserlebnis? Gerade solche Events wie jetzt. Also es gibt nicht das eine schönste, aber heute hat mich einer angesprochen, hat gemeint, die folgt mir jetzt und durch mich funktioniert jetzt das Frühstück bei ihrer Familie perfekt, bei ihrer Kleinen. Und dann war ich echt so den Tränen nah und dachte so, oh mein Gott, also das ist für mich so eins der schönsten Erlebnisse überhaupt. Ich denke, das sind die Diabetes-Skifreizeiten und die Edersee-Camping-Freizeit von Diabetes-Kids. Was ist so geil daran? Die Leute. Okay, mega, super schön. Danke dir. Ich habe hier gerade eben so eine schöne CD in die Hand gedrückt bekommen. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben ein Lied über den Diabetes geschrieben, aus der Sicht eines betroffenen Kindes heraus. Und das ist eine Mutmach-CD, die also Kinder stark machen soll und auch über Diabetes aufklären soll. Zudem ist auf der CD noch eine Menge Bewegungsspaß drauf. Das sind insgesamt 29 Titel, auf die sich die Kinder dann bewegen können. Zum Beispiel kann man hier auch kickern und noch ein bisschen Spaß haben. Tor! Mega. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Top. Und damit neigt sich der Hashtag KidsCon-Tag hier jetzt auch leider schon wieder dem Ende. Bin ein bisschen traurig, muss ich schon sagen. Was war dein Highlight heute? Essen. Darf ich dich auch fragen, was dein Highlight heute war? Die Talks mit Luis waren halt schon so interessant und halt auch die Vorstellungen von dir. Alles war mein Highlight. Und was war dein schönstes Erlebnis mit Diabetes? Das Foto mit dir. Boah, das kommt auch gekauft. Das glaubt mir auch niemand nachher wahrscheinlich. Aber ich weiß das ja, dass das mein Highlight war. Dann lass dich drücken. Was war dein Highlight heute? Mein Highlight war echt der Austausch. Das hat so viel Spaß gemacht mit dir, mit den Diabetes-Kids, mit den Kollegen, mit den Eltern. Es hat einfach super viel Spaß gemacht, über Diabetes zu quatschen, mit Diabetes zu quatschen. Einfach alles. War ein toller Tag. So viele Menschen kennenzulernen, die auch mal positiv eingestellt sind auf die Diabetes und die nicht nur als Scheiß sehen. Ich habe es so in meiner ganzen Zeit als selber Diabetikerin so noch nicht erlebt. Das fand ich richtig toll. Und wenn es nächstes Jahr sowas gibt, komme ich gerne wieder. Mein Highlight war auf jeden Fall, dass alle mit einem Lächeln nach Hause gehen. Und man sieht es hier leider hinter mir, der Tag ist schon wieder vorbei. Er verging für mich absolut wie im Flug. Es war quasi Nonstop-Programm, aber so ging es vielen anderen auch, habe ich gerade eben schon gehört. Man konnte sich gar nicht entscheiden, in welche Sessions man gehen soll. Es war vieles super Cooles, anscheinend parallel. Für mich war es ein mega Tag, anscheinend, ihr habt es gerade ein bisschen gehört, eben auch für viele Teilnehmer. Und dementsprechend würde ich sagen, sind wir am Ende von diesem Video hier angekommen. Nächstes Jahr findet der KidsCon hoffentlich auch wieder statt. Merkt es euch also, kommt vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder und auch beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.